Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 11. Oktober. Mein Name ist Carlos Martins und ja, wir bereiten uns auf unseren auf den Live-Trade vor. Wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Handelswoche hinter uns und ja, holen die Linie jetzt mal raus. Entweder hier auf das Tief aktuell 12.219 würden wir long gehen oder bei 12.204 würden wir short gehen. Die andere Option wäre über den Hoch 12.240 short zu gehen und 12.256. Ich platziere mal die Linie erstmal auf dieses Tief. Big Number ist heute vor der Brust im unteren Bereich die 12.200 oder dort oben die 12.300. Wir haben die Linien 8:35 Uhr nach oben platziert. Der Markt scheint erstmal nach oben, hier oben Hallo zu sagen. Das bedeutet, wir würden Short gehen bei 12.240, also die rote Verkaufslinie, und die Kauflinie liegt bei 12.255. Zone, da kommt in unsere Zone 12.240. Johannes, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Wolfgang, Udo, guten Morgen. Uhr liegt unser Gewinnziel bei 34, 8:49 Uhr und ja, nach wie vor sind wir short. Unser Gewinnziel liegt bei 34. Okay, stehen kurz vorm Landeanflug. 9 Minuten startet Frankfurt. 9 Minuten startet Frankfurt. Ein Punkt fehlt. Bleiben jetzt live. Einmal getestet schon. Kurs wartet hier
Wir stehen bei 37, 38, Freitag, der 11. Oktober, 8 Uhr 57, 2,5 Minuten dann noch bis zum Start. 49 Sekunden jetzt noch bis zum Start in Frankfurt. 38. Wir bleiben jetzt live. Siebenundzwanzig Sekunden noch. Wir sind short bei 12.240. Die Long Order liegt bei 12.255. 18 Sekunden noch. 17, 16. Countdown läuft. Ein Punkt hat vorhin gefehlt, sonst wären wir schon draußen, oder ein halber Punkt. 7, 6 und die Glocke kommt mit rein hier. Und 9 Uhr. Und wir sind long im zweiten Trade. Long im zweiten Trade. Und im dritten Trade. Wir haben ja geringes Risiko. Jetzt schauen wir mal. Wir ziehen das mal ein bisschen weiter runter. Gestrichelte Linie zeigt uns unser Take Profit an. Gestrichelte Linie zeigt unser Take Profit an. Die blaue gestrichelte Linie. Big Number 12.200. Gap liegt bei 12.164. Wir sind jetzt im vierten Trade. Wir haben ein geringes Risiko hier heute gefahren. Gewinnziel liegt jetzt bei 70. Da muss der jetzt hoch. Also da muss jetzt ein Schub nach oben kommen. 57, 58 gehandelt. Also, Ameise oben angeklopft, aber da liegen auch sehr viele Widerstände aktuell bei im 60er Bereich. Das wird dann schon mal eine Hausnummer sein, wenn er oben raus will. Ja, durchaus denkbar, dass wir eher in Short-Modus das Gap schließen Richtung 12.200 und dann nochmal die Richtung hier 66 einplatten aktuell. So, wir sind jetzt im fünften Trade. Risiko ist gering, aber jetzt muss der Markt auch nach oben laufen. Den kurz vorm Landeanflug 68. Und noch ein Punkt. Und wir sind raus. Oh la la. Oh la la, oh la la. Also, fünfter Trade draußen. Machen wir so. Das war eine knappe Geschichte. Also, ich hätte nicht gedacht, dass der Markt jetzt oben nochmal rausgeht. Also, ich wünsche euch, jetzt muss ich natürlich erstmal Mikrofon bei den YouTubern ausmachen. So, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. War nochmal am Freitag ein Test. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Und ja. War eine gute Woche, fünfter Trade.